Ich bin auch ehrlich gesagt massiv am Überlegen, was ich für Licht hier haben möchte. Weil eigentlich wäre ja doch was Industrielles richtig hell beleuchtetes sinnvoll. Ich wäre fast für Ras Lamps. Guck mal unter WRATH. Mal gucken, ob du die bauen kannst. Nee, wir haben WRA. keine. Definitiv nicht. Die musst du. WRA. Ja, die sind ja cool. Ich brauche immer ein bisschen länger, weil ich mir immer alles angucke, was da Race ist. Lamps sind es auf jeden Fall, Ja, okay, Rezept. Nee, die Augen meintest du, ne? nee, die Lamps. Die Lampen. Ganz am Anfang. Die beleuchten richtig krass. Ach Die so. funkeln innen auch so übrigens. Sehen gar nicht so hell aus. Die sind richtig hell. Die haben nur eine dunkle Ach, ich komme da nicht Außendings. hin, solange ich in dem Terminal hier bin. Nee, du musst einfach nur ins Inventar gehen. In dein reguläres. Boah, das. Diese Flächen auszulegen ist, da habe ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich mit der ersten Fläche verbraucht habe. Gut, dass du nebenbei immer noch was machst. Übrigens, ein Racelamp zu bauen, dafür brauchst du einiges am Background. Oh Gott, da brauche ich auch mehr, was man hier noch nicht Du hat. brauchst Dunkeleisen. Was? Richtig? Ja. Dafür brauchst du einen Race-Igniter. Können wir nicht lieber das Auge hier bauen? Was macht das? Das steht da dran. Jetzt Aha. stellt sich die Frage, verstehst du es? Also das kann mich überall zurückbringen, wenn ich das dahin quasi gebunden habe. Also Genau. ich kann ihm einen Ort zuteilen, wo der mich dann hinbringt. Richtig. Ja. Aber das bringt uns halt wenig hier so. Nein, eigentlich nicht. Oh Gott, das ist so viel, was ich hierfür machen muss. Das Wie kriege ich Problem ist, ja Dunkeleisen? genau, dafür musst du erstmal so einen Igniter schon mal bauen. Ach so, dafür brauche ich schon den Ja. Igniter dann. Diamond Shard und Netherbrick So, habe ein ich. Netherbrick herzustellen ist relativ easy. Einen Das haben wir Diamantschacht doch schon, herzustellen oder? ist richtig beschissen. Guck, hier haben wir Ja. ein Netherbrick. Aber Diamantschacht wirst du darin nicht finden. Mist. Diamantschacht müssen nämlich auf einem speziellen Weg hergestellt werden. Ja, und so wird es auch nicht gehen. Wie? Ich kann da nicht R drücken. Das ist fies, oder? Da wäre ich am Ende meiner Kräfte. Nein. Tu mir doch mal einen Gefallen. Mach das jetzt wirklich und google mal Diamantchart. Diamond Chart Race Igniter. Wrath Diamantschaft. Oh mein Gott. Ich kann dir so viel verraten, du brauchst einen, wie heißt Erzähl das mir denn? nichts, erzähl mir nichts. Okay, dann suchst du dir selber aus. Diamantschaft. Ich bin am Suchen. Mein PC arbeitet, guck. Ah ja, okay. Ach Du nee. denkst hier, ich mache Urlaub, Ich aber ich hab gerade warte echt nur. überlegt, ob du Urlaub machst. So, die habe ich noch, die habe ich noch, die habe ich noch, Steine habe ich noch und normalen Stein habe ich auch noch. Okay. So, basteln wir mal ein paar Stuhlenschlepps. Ja, komm. Gib mir alles, was du hast. So. Die basteln wir dann brav zusammen. Damit muss ich zumindest eine Runde weniger darüber gehen. Ich weiß ganz genau, dass viele mich jetzt hassen. Die sitzen jetzt vor dem PC und Vier denken, nein! Obsidians, vier TNT, ein Aber achte bitte Diamantblock. darauf, wo du es machen musst. Ja, hier. Ja, es Ach ist so. kein Was ist reguläres das denn? Crafting. Du brauchst einen Stamper. Stamper. Also, das erste ist schon reguläres Crafting. Du kriegst ein Stamp-Package und dann musst du es aber über den Stamper machen. Was ist ein Stamper? Tja, den kannst du herstellen. Output ein Kraftpaket. Kraftpaket? Was ist ein Kraftpaket?
Ja, das gibt 18 Diamantshards im Craft-Paket. Hä? Also das ist eigentlich nur das Rezept, oder nicht? Ach so, nee, das wird zu dem und das wird zu dem. Ja. Oh, TNT und Obsidian und ein Diamant. Das heißt, du darfst endlich mal ein Gerät bauen, ohne dass ich dir in irgendeiner Weise irgendwelche Anleitungen gebe. Ist das nicht toll? Das ist voll toll. Mhm. Du bist doch gar nicht genervt davon. Ist gut. Stamper. Okay, so findet man das nicht. Ja. Such mal nach Craft Packet. Nein, nein, ich weiß schon, was ich mache. Craft Packet Stamper. Stamp Collector. Und Briefmarken gibt's ja hier auch noch. Uiuiui. Wenn du dir jetzt ein Haus bauen würdest, zum Beispiel 1000 Blöcke weiter, könnten wir uns Briefe schicken. Wow! Ach, ich muss immer erst Enter drücken, damit ich hier das Rezept. Piston, was ist ein. Oh, kann ich den Crafting Table von dir da gerade gleich wegbauen? Das ist auch ein Crafting Table im System. Okay. So, jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Geh mal da raus kurz aus dem Rezept. Halt, ich bin noch am Merken. Ja, nee, okay. Die brauchst du nicht. Geh mal aus dem Rezept raus. So, jetzt geh mal an das Gerät, wo du dir Rezepte für die Maschine fertig machen kannst. Genau. Jetzt geh mal ins Rezept wieder rein. Da oben. Ach so. Ja. Und jetzt drück mal Shift auf das Fragezeichen. Und jetzt drück Encode. Darum sind die Rezepte relativ einfach. Shift ist ja dann immer der Cheat-Modus. Nein, das ist kein Cheat-Modus. Das gibt einfach nur die ganzen Sachen in das Teil rein. Okay. Die sind ja nicht physikalisch vorhanden. Ich habe hier mein... Das musst du da rein tun, genau. Nein, da drüber? Ja, in den großen. In Klotzi. Ja, in den Klotzi, genau. In das vierte oder in die erste Seite? Ist egal, such dir eine aus. Du machst einfach mal hier unten in die Ecke. Sortieren kann man das immer noch. So, ich habe schon einen Nähtabrik dafür. Ich habe schon längst vergessen, was ich bauen will. Aber okay. Ja, jetzt brauchst du einen Stamp. Ja genau, den Stamper, den kann ich jetzt hier eintippen und dann baut er mir den. Craftable. Okay. So, und der Vorteil ist nämlich, weil hier die Rezepte, die anderen schon drin sind, also mit Pisten und so, wusste er quasi schon alles. So. Ja, das ist echt, echt cool, so ein Klotzi. Okay, hast den Stamper gebaut, aber nicht rausgenommen. Nein, noch nicht. Ich bin echt, der hab da gedacht, ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Ach, es war instant da. Der war direkt beim Klicken schon da. So, den kannst du jetzt irgendwo hinstellen, am besten hier so irgendwie an die Wand. Ach, Quatsch. Ah ja, den brauche ich ja, stimmt. So, kannst du mal reinklicken, dann hast du da nämlich auch so ein Crafting-Inventar drin. Okay, nur das kleine, ja. Mhm. Da, ach so, da kann ich das quasi erstmal reinbauen. Du craftest jetzt erstmal dieses Paket und schmeißt es dann da rein. Ja, das kann ich da erstmal machen. Okay, was habe ich da mal gesucht? Schade. Diamond. Sehr schade. Dass ich mich daran nicht erinnere. Oder was? Diamantblock? Nee, schade, dass... ich habe gerade überlegt, ob ich dir was aus dem System klaue, damit du dich da auch nochmal mit abmühst, aber ich glaube, du hast dich genug abgemüht. Auf jeden Fall. Lass mich in Ruhe. Ich wollte nämlich gerade das TNT aus dem System klauen. Dann hättest du Spaß gehabt. Hättest du ein paar Creeper erschlagen müssen. Oh, guck mal, das Obsidian ist direkt hier. Ja, weil es eine Menge ist. Kabelstone brauche ich auch schon. Weil es wirklich viel, 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 viel Obsidian ist. Und jetzt bräuchte ich noch einen Diamantklotz. Ja. Wie baut man Diamantblock? Aus Diamanten. Mhm. Die packe ich schon mal ein. Mhm. Kann nicht verkehrt sein. Mhm. Ja, es ist ganz einfach. Einfach überall Diamanten rein. Ich beobachte dich. Mhm. Mhm. War nicht so schwer. Ich hatte genau das vor, ja. Keine Sorgen. Aber du musst es jetzt sowieso erstmal, nee, da kannst du es ja nicht bauen. Ach ja. Du musst das Paket jetzt quasi erstmal bauen. Das war's. So, also nur mal für alle Zuschauer. Ihr werdet natürlich wissen, wie man ein Craft-Packet macht. Ich habe ja schon mehrfach einen Resigniter gebaut. Aber ich denke, der Spaß gerade beim Lernen von Minecraft ist...
Jetzt, Craft Package. Genau. Ist das das Richtige? Yep. Woher weiß ich das? Weißt du nicht. Du weißt es, wenn du es da reintust. Ja, geil, geil. So, okay. So. Jetzt, ich bin so gut. Jetzt musst du einen, bau mal erstmal einen Ras Igniter. Das ist ja nur ein Netherbrick und dieser Diamond Shard. Ein Netherbrick. Oder kannst du sogar in deinem internen Inventar bauen. Das hast du vorhin schon geguckt. Was? Brick Shard. Ach, das Gerät. Dieser, genau. Nur dieses kleine Ding. Ja, Brick da drunter und den Diamond Shard nach links. Ja, ich weiß. So. Bitte, bitte, bitte. Klicke damit nichts an. Dich? Nichts hier im Umfeld. Nichts, was auch nur im entferntesten in 100 Blöcken Umfeld ist, okay? Und das hier? Nein. Darf ich mal 100 Blöcke weg? Nein. Du darfst gleich was anderes damit machen. Ich warne dich nur vor. Was macht das? Okay. Will ich, dass hier alles brennt. Oh. So, okay. Ich baue dir jetzt ein paar Eisenblöcke. Du weißt ja, wie die funktionieren, oder? Dunkle Eisen nicht, nein. Nein, normale Eisenblöcke. Haben eine Funktion. So, so baut man Eisenblöcke. Das wusste ich noch nicht, aber jetzt weiß ich es, ja. So, ich baue jetzt ein paar mehr. Okay. Warum so kompliziert? Wird angefangen, ne? Nö, ich habe es nur verdoppelt und bei dem Neunerfeld verdoppeln ist doof. So, und wir sind hier in der Halle, das ist vielleicht gar nicht so ungefährlich. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, diese hier. So. Die würde ich ja machen. Guck mal, du musst Eisenblöcke bauen, musst sie aufbauen irgendwo und dann wegbauen. Und die zündest du an. Jetzt oh, die kann ich jetzt mit dem Stein hier. Und die brennen auch richtig heftig, also das Ding ist wirklich... Ist halt ein Metallbrand, ne? Übel, ja. Okay, ja, dann mal... Ich brenne! Du warst zu nah dran. Ist nicht so schlimm, hört gleich auf. So, jetzt siehst du aber gleich, wie sich die Blöcke... Also du siehst hier diese fiesen Flammen, die breiten sich jetzt aus. Und das würde auch passieren, wenn du jetzt den Boden anzündest, würde der gesamte Boden abbrennen. Hey, hast du aber nicht mal so einen Stab irgendwie gehabt, der Sand umwandeln konnte? Aber das sah Im Glas, aus. Ja. Das sah nicht so aus, das war was anderes. So, jetzt müssen wir nur die Flammen hier ausschlagen. So. Und wenn die Flammen alle aus sind und alle Blöcke umgewandelt, kannst du die Spitzhacke schnappen und kannst das Zeug abbauen. Keine Angst. Ich schnapp mir gleich mal hier unten die Bricks und baue sie wieder rein. Ja, ja. So. Da, da, da. Oh, ich habe zwei Reihen ausgelassen und habe das schon weggelegt. Ich bin auch ein Held. Ah, ja. Superheld. Ja, ja. Kommt so, hier noch eine Treppe oder dann bauen wir Brass Lights, bitte. Also wie die Igniter jetzt gehen, weißt du ja. Und wie die Lamps gehen, ist ja dann von da aus nicht so schwer. Okay, ich guck nochmal. Silber-Ingot brauche ich noch. Und die Glass-Pans. So. Silber. Passt auch gerade ganz gut, dass es dunkel wird. Ach, ganz genau. In der Halle ist sowieso extrem dunkel gerade, wie du siehst. Ziemlich dunkel. Mhm. Mal gucken. Merkst du was? Blöcke. Ach, Und du kannst auch keine angefangenen Igniter benutzen. Das heißt, du musst dir auch noch einen neuen Igniter bauen. Wie? Oh, nee. Nee, wie ging das? Wie kann ich die ins Lager ziehen hier in meine Tasche? Shift? Leertaste. Klick. Ja. Oh, dann kommt alles. Okay.
So. Ich mach mir einen neuen. Also mit Shift-Klick gehen einzelne runter, mit Leertaste alles. Du könntest ihm natürlich jetzt beibringen, wie man Igniter baut. Brauche ich doch viele davon? Ich denke nicht. Du brauchst jetzt, also jetzt könntest du erstmal 10 bauen. Für die Lampe, du brauchst für jede Lampe einen. Ach so. Darum wäre es vielleicht sinnvoll, ihm das beizubringen, beides. Und wenn du jetzt noch... Clean kann ich jetzt erstmal, ja? Ja, na, das Rezept ist ja einfach, das kann man ja so reintun. Aber du könntest ihm zum Beispiel dann auch das Lampenrezept reintun. Ja, ja. Gordon, hier, das habe ich so gemacht jetzt. Das kann ich erstmal weg, der kann erstmal weg. Und jetzt kann ich hier... Rezept, Shift, genau, und Encode. So, und jetzt musst du ihm natürlich noch, also, den Dunkeleisen kannst du ihm nicht beibringen. Das Dunkeleisen, guck mal. Musst du einfach nur ins Inventar tun, kriegst 4. Hab ich mir gedacht. Okay. Löst mal alle auf und leg die mal ins. Hä, warte, nein, ich hab mir doch welche, guck. Ja, dann schmeißt die ins System. Ich hab welche davon gemacht gehabt. Aber kannst auch alle machen, eigentlich. Die Blöcke, mit denen kann man eh nichts anfangen. Ach so, das wusste ich nicht. So. Dann schmeißt du die Dunkeleisendinger noch ins System. Und theoretisch brauchst du ihm jetzt nur sagen, dass du Lampen möchtest. Du kannst den Schritt mit dem Anzündeding überspringen. So, ich baue mir ja da Lampen, also kann ich das alles da rein. Das kann ich auch da rein. Das mache ich gleich noch. Das kann ich auch da rein. So, das heißt, du baust jetzt im System eine Lampe. Ja, mache ich. Mit Shift-Linksklick kannst du übrigens alles umwandeln, auch wenn es mehr als ein Stack ist. Ach, das hat jetzt doch auch nicht länger gedauert. Nein, aber ich sag's dir. Ja, dann bau mal Lampen. Ich hab ihm schon gesagt, dass wir die machen, ne? Nein. Ja, ich meine, die sind schon craftable. Ja, das hier. Bau mal erstmal nur 3. Für die Halle hier reichen 3 erstmal aus. Sind die so hell? Hm. Aber wir machen 4, sonst sieht das doch komisch aus. Das geht so schnell. So, jetzt tut mir mal gefallen, ist ja gerade dunkel, stell mal hier einfach in die Mitte irgendwo eine Lampe hin. Und warte kurz. Die muss auch noch erst zünden. Oh, eine hätte gereicht. Krass, oder? Naja, drück mal F7. Ich glaube hier hinten, ja. Ich denke mal, hier werden irgendwo Ecken. Nö, Tatsache. Merkwürdig. Okay. Nice. Bei mir zeigt das gerade im Moment gar nicht an. Ich glaube, ich habe es verlegt. Ja, die werden wir natürlich an die Decke hängen, die Lampen, aber so grundsätzlich sind die halt richtig genial. Vor allem funkeln die so schön. Mhm. Schön sind die, ja. Ja, ja, so. Wir sind jetzt insgesamt schon wieder bei 2 Stunden. Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Und dann sind wir ja fast bei Silvester. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Feuerwerk. Hä? Kann ich die nicht? Springen und setzen. Guck mal, jetzt hab ich noch weil du genau einen halben Block zu niedrig stehst. Jetzt hast du 2 untereinander. Das war so geplant. Ja, klar. Gut, ja, mach ein kleines Päuschen. Darf ich die noch zu Ende? Hier, ich mach noch eine. Ja, klar. Wie willst du dir denn versetzen? Na, jetzt hast du ja hier, dass du 5 Abstand hast. Das würde ich dann auch so machen. Genau, so wollte ich das jetzt hier machen. Zur Wand. Und lustigerweise hast du nach hinten aber... Auch 5, ja. Das ist wirklich genau auf einer sauberen Ecke, ja. Ja, das habe ich gewusst. Ich mache sowas ja mit... Oh Mann, warum sind das 2? Ja, okay, machen wir ein Päuschen. Guck mal, du kannst die hier auch ganz, ganz langsam abbauen. Ich war das nicht. Oh. Du gehst jetzt nach oben... Hier ist der Stein und reparierst das Loch in der Decke. Da ist kein Loch. Oh. Ja doch, weil du mich weggeschlagen hast. So, okay, machen wir das noch schnell fertig hier. So, dann ist die Halle nämlich auch vor Creepern und so geschützt. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss mich noch dran gewöhnen, was hier so der größte Abstand ist, den man wechseln kann. Bevor man wenn man was abbauen will?
Nee, wenn ich jetzt hier zum Beispiel stehe, wie das aussieht. So, ja, hier. keiner Nee, ich überlege auch gerade. weiß, was ich meine. Ach, ich gewöhne mich mal an die Steuerung. Das ist aber normal bei Minecraft 2, 4, 5, Peng hier. So. Gut. Ich habe deine Lampen zu Ende aufgebaut. Ja, das habe ich gehofft. So, und jetzt ist die Halle auf jeden Fall hell genug, dass es keine Probleme gibt. Gut, wir Was mache ich noch machen. mit den Tanks? Machen wir gleich weiter. Immer Okay, noch erstmal Pause meine und wir sehen uns Pause. danach wieder. Ciao, Bis ciao. dann.